Hallo meine Lieben, ich habe heute 8 weitere Dinge, die total anders sind in den USA im Vergleich zu Deutschland. Es ist also quasi Part 2 von Dinge, die anders sind in den USA. Und wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann werde ich das hier oben verlinken. Nummer 1, was ich jetzt sehr häufig hier in Georgia erlebe, ist, dass Restaurants es nicht mögen, separate Rechnungen auszustellen, wenn man also im Restaurant sitzt mit 10 Leuten. Und das finde ich doch sehr verwunderlich. Ich muss dazu sagen, dass es bestimmt in verschiedenen Regionen verschieden gehandhabt wird, denn ich kann mich nicht erinnern, dass das in Florida jemals ein Problem war. Wir haben des Öfteren zwar eine gemeinsame Rechnung erhalten, wenn wir mit Freunden im Restaurant saßen, aber wir konnten dann sagen, können Sie das bitte splitten, can you please split the bill? Und dann haben wir eben separate Rechnungen erteilt bekommen. Hier in Georgia gibt es tatsächlich Restaurants, deren Store Policy es sagt, dass sie keine Checks splitten. Und das finde ich doch echt verwunderlich. Und wenn man da also in diesem Restaurant essen möchte und man ist 10 oder mehr Leute, dann finde ich das sehr unpraktisch, denn manche Leute trinken sehr viel oder essen sehr, sehr teure Sachen, andere nicht. Und dadurch, dass es so kompliziert ist hinterher, weil man eben einfach nur eine Rechnung bekommt, wird es teilweise so gemacht, also nicht von den Kellnern, sondern von quasi uns, dass man sagt, okay, wir teilen jetzt einfach die Rechnung durch 10 und das ist natürlich nicht immer wirklich fair. Oder man handhabt es so, da man also von vornherein schon weiß, welche Restaurants machen das nicht, dann muss man von vornherein Cash nehmen, also Bargeld mitnehmen, damit man tatsächlich gucken kann, was muss man eigentlich bezahlen, aber dann muss man sich selber ausrechnen, was sein eigener Anteil ist. In Berlin, wo ich groß geworden bin und 30 Jahre gelebt habe, war es noch nie ein Problem zu sagen, es war eigentlich total normal zu sagen, ich bezahle nur für mich oder vielleicht das Pärchen zahlt zusammen, aber es wurde noch nie verlangt, dass der ganze Tisch mit einem Schlag bezahlt werden muss. Lasst es mich wissen, wie ist es in eurer Stadt, wo ihr wohnt? Habt ihr jemals Probleme gehabt, dass der Kellner gesagt hat, nee, wir machen keine separaten Rechnungen, das muss zusammen bezahlt werden? Das finde ich jedenfalls einen recht seltsamen Punkt. Nummer 2, Amerikaner schreiben Zahlen anders und das will ich euch jetzt mal auf einem Blatt Papier zeigen. So, und zwar geht es insbesondere um die Zahlen 1 und um die Zahl 7. Während wir ja in Deutschland die 1 so schreiben würden, schreibt man in Amerika die 1 so. Ist jetzt kein großer dramatischer Unterschied, aber was die Sache so dramatisch macht, ist, dass die 7, in Deutschland wird sie ja so geschrieben, in Amerika so geschrieben wird. Und hier kann es zu fatalen Unterschieden kommen zwischen der deutschen 1 und der amerikanischen 7. Das bedeutet, du willst vielleicht einen Scheck ausschreiben von $1,000, da würde der Amerikaner glatt $7,000 draus machen, weil er diese 1 als eine 7 identifizieren würde. Die andere Sache ist, dass die Amerikaner benutzen ein Komma, wo wir einen Punkt benutzen. Nehmen wir also zum Beispiel mal 50.000. Da würden wir jetzt einen Punkt hinmachen und die Amerikaner machen da ein Komma. Genauso natürlich bei 100.000. Wir würden jetzt schreiben, das würde der Amerikaner wieder als eine 7 lesen. Das wären dann also für ihn 7, Komma natürlich. Ja, das ist ein Komma. An dieser Stelle. Kein Punkt.
Ja, das kann also echt zu extremen Verwechslungen führen. Das ist sehr wichtig, dass man die 7 und die 1 richtig schreibt. Dann Nummer 3. Amerikaner gehen mit Klamotten in die Sauna. Ich habe darüber ein ganzes Video gemacht. Das könnt ihr euch anschauen. Ich werde es hier oben verlinken. Ja, das war eine Sache, die ich also mit Erstaunen festgestellt habe. Und mir wurde von einem Zuschauer gesagt, dass es angeblich in New York nicht so wäre. Von allem, was ich erlebt habe in Florida und in Georgia, ist es tatsächlich so, dass die Leute vollständig bekleidet im Fitnessstudio mit ihrer Polyesterhose und ihrem Polyester-T-Shirt in die Sauna reingehen und meist sich auch hinterher nicht duschen im Fitnessstudio, sondern so schwitzend, triefend mit dem Auto nach Hause fahren und das zu Hause erledigen. Das fand ich sehr seltsam, als ich das erste Mal gesehen habe. Denn schließlich, man will ja nackt sein, damit man richtig schön schwitzen kann. In Klamotten, in die Sauna, das macht mir keinen Spaß, mache ich inzwischen auch nicht mehr. In Florida war es sowieso viel zu heiß. Da hatte ich sowieso nicht den Bedarf, in die Sauna zu gehen. Ja, wie findet ihr das mit Klamotten in die Sauna? Nummer 4. Immer wieder stelle ich mit Erstaunen fest, dass tatsächlich einige Amerikaner immer noch mit einem Check bezahlen. Das empfinde ich als sowas von altmodisch und auch sowas von aufwendig, dass ich das nicht nachvollziehen kann. In den meisten Fällen, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin und sowas sehe, sind das ältere Leute. Also ich gehe davon aus, dass diese Art von Bezahlung eine Generationsfrage ist. Jüngere Leute machen das eher nicht. Aber momentan ist es nach wie vor der Fall, dass Leute mit einem Scheck bezahlen. Das bedeutet, die Person steht an der Kasse, muss den Scheck schön ausfüllen. Dann haben sie auch noch so ein kleines Buch, wo sie sich eintragen, was sie gerade bezahlt haben. Das dauert ein Weilchen. Dann ja, muss der Kassierer das in Empfang nehmen. Und hinterher muss der Supermarkt das zur Bank schicken. Also da passiert so viel Aufwand, um diesen einen Scheck in Auftrag zu geben. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das schon eine Sache ist, die vom Aussterben bedroht ist. Es ist ja, wie gesagt, sehr altmodisch. Nummer 5. Die Geschäfte sind immer offen. Und das finde ich auch wirklich richtig gut so. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich in Deutschland war, habe ich das total vergessen, weil ich einfach gewohnt war, dass Geschäfte immer offen sind, dass ich also einkaufen gehen kann, nicht nur Lebensmittel, auch wenn ich Lust habe, Klamotten einkaufen zu gehen, egal was, die Geschäfte sind einfach immer offen, ich muss mich nach nichts richten. Und da will ich also an einem Sonntag in Deutschland Milch haben und dann merke ich, ach so, die Geschäfte, die haben ja zu. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und also Walmart hat hier teilweise 24 Stunden auf, egal wann du hingehen willst. Und übrigens, der einzige Tag, an dem Walmart wirklich zu hat, ist der 25. Dezember, wo hier Weihnachten gefeiert wird. Ja, egal ob Sonntag, Feiertag, egal wann, man kann immer in die Geschäfte gehen. Das ist natürlich ein Vorteil für diejenigen, die was kaufen müssen. Ich mag insbesondere gerne einkaufen Sonntagmorgen, wenn viele Menschen in die Kirche gehen, dann ist es schön leer. Aber ein Nachteil ist es natürlich für diejenigen, die Verkäufer sind, denn die müssen auch an solchen Tagen arbeiten. Nummer 6. Der Ehering wird in Amerika an der linken Hand getragen. Wusstet ihr das? Das finde ich doch sehr interessant. Wir kommen also hierher vor 13 Jahren, mein Mann und ich, und wir tragen unseren Ehering auf der rechten Seite und merken, oh, die Leute tragen den ja alle auf der linken Seite. Auch der Verlobungsring wird an der linken Hand getragen und die meisten Amerikanerinnen stapeln dann die beiden Ringe, wenn sie verheiratet sind, übereinander. Die tragen also sowohl ihren Verlobungsring als auch ihren Ehering am gleichen Finger an der linken Hand. Und zum Verlobungsring auch. In Deutschland ist es ja oft so, dass die Verlobungsringe so ähnlich sind wie die Eheringe, dass also der Mann und die Frau den gleichen Ring trägt, vielleicht mit minimalen Unterschieden. Und in Amerika ist das überhaupt nicht so. Der Verlobungsring ist eigentlich nur eine Sache, ein Geschenk an die Frau.
Und inoffiziell soll der 3 Monatsgehälter kosten. So groß soll der Stein sein. Das ist eine inoffizielle Regel. Und ja, es ist im Grunde einfach nur ein riesen Diamantenring, den die Frau zur Verlobung bekommt. Und dann der Ehering kann auch vom Mann und von der Frau völlig unterschiedlich aussehen, wo in Deutschland man ja oft so das gleiche Design sich heraussucht, nicht 2 völlig unterschiedliche Ringe hat. Nummer 7. Es gibt Stillräume in Amerika für stillende Mütter in Malls, also Einkaufszentren oder Themenparks. Wir waren gerade im Aquarium in Atlanta. Da waren solche kleinen Container, wo also stillende Mütter sich zurückziehen können und ihre Babys stillen können. Sowas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Lass es mich wissen, falls es sowas inzwischen gibt. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man in Deutschland kein großes Problem hat. Zumindest damals, als ich gestillt habe, war es kein großes Problem, das in aller Öffentlichkeit zu machen, während Menschen in Amerika das meist nicht so gerne sehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich angenehmer, sowohl für die Mutter als auch für die Leute, die das stört, wenn man sich zurückziehen kann und sein Baby stillen kann. In Einkaufszentren sind diese Stillräume richtig hübsch. Da ist ein richtig hübscher Sessel. Richtig angenehme Atmosphäre, also man fühlt sich da sehr wohl drin. Ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr das total Quatsch? Man sollte in aller Öffentlichkeit stillen können oder hättet ihr auch gerne solche Stillräume? Und mein letzter Punkt, Punkt 8. Während man in Deutschland in Schulen ja nur so Feueralarmproben hat, gibt es hier Lockdown Drills. Das ist jetzt ein bisschen eine ernste Angelegenheit und natürlich existieren diese Lockdown Drills wegen Vorkommnisse, die geschehen sind. Aber Punkt 1, wegen Naturkatastrophen, also sowas wie Hurricanes und Tornados. So in Florida hatten wir in den 13 Jahren mehrere Hurricanes und auch einige kleinere Tornados. Und da werden die Kinder halt trainiert, wie sie zu reagieren haben. Aber ein Lockdown-Drill ist nicht nur, um zu proben, was man macht, wenn eine Naturkatastrophe hereinbricht, sondern tatsächlich auch, falls ein Active Shooter, also jemand mit einer Waffe auf dem Schulgelände herumläuft. Und was wird gemacht in so einem Lockdown-Drill? Also erstens müssen alle Türen und alle Fenster geschlossen werden. Falls eine Tür nicht verschließbar ist, müssen schwere Gegenstände davor geschoben werden. Dann müssen alle Lichter ausgemacht werden, Gardinen geschlossen werden, Jalousien geschlossen werden. Die Kinder müssen sich ducken unter ihrem Tisch, flach auf den Boden. Sie dürfen sich nicht in der Nähe von Fenster und Türen auffinden. Und sie müssen von ihren Handys und Smartphones den Ton ausstellen. Ja, und in der Position müssen sie dann so lange bleiben, bis von offizieller Stelle all clear die Nachricht gegeben wird. Ja, der letzte Punkt ist natürlich, hört sich auch für mich als Mutter ein bisschen angsteinflößend an. So eine Geschichte haben wir nicht in Deutschland. Da wird also nur für den Feueralarm getestet. Das existiert eben auch, damit die Kinder wissen, was zu tun ist bei Naturkatastrophen. Und dadurch, dass sie es gewohnt sind, dafür zu trainieren, nehmen die Kinder das auch nicht mehr so krass ernst, wie sich das jetzt für uns, für Deutsche anhört. Oh Gott, das hört sich ein bisschen krass an, sowas zu trainieren. Aber es ist ja besser, für so einen Fall zu trainieren, als nicht vorbereitet zu sein. Ja, wie findet ihr das, dass es ein Lockdown-Drill gibt? Ist natürlich traurig, dass sowas gemacht werden muss. Ja, das waren meine 8 Dinge, die total anders sind in den USA als in Deutschland. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es interessant war, dann gebt mir doch einen Thumbs up. Und wenn euch das Leben in Amerika interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Falls ihr noch weitere Dinge hören wollt, die total anders sind in Amerika als in Deutschland, lasst es mich wissen. Ich habe noch eine ganz lange Liste mit Punkten für euch vorbereitet. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Sissi.